Grüßt euch, meine lieben Pfeifenfreunde. Sitz ein bisschen runter. Jetzt habe ich gerade ein bisschen was vorbereitet. Heute gibt es Speerrips mit Butterkartoffeln, mal was anderes. Ich qualme mir jetzt gerade eine Pit Rohrbach Pfeife. Gefüllt mit Coco Train. Hier ist das schöne Stück Pit Rohrbach. Super Pfeife mit Naturporke. Die habe ich euch schon mal vorgestellt. Die habe ich gestern wieder ein bisschen aufpoliert, das Mundstück. Ja, was ich euch zeigen will, und zwar eine Pfeife von Peter Klein. Stellen wir mal die Pit Rohrbach ab. Und das ist die schöne Pfeife jetzt von Peter Klein. Die ist noch nagelneu, was weiß ich, wie viele Jahre, wirklich Jahre, die in meinem Pfeifenschrank ist. Die Pfeife ist ohne Filter. Wunderbar verarbeitet, die Pfeifen von Peter Klein. Ich bin ja ein Peter Klein-Liebhaber. Ich habe ja sehr viele Pfeifen von Peter Klein. Die ist gegradet mit A, also der Grading A. Wirklich sehr schönes Teil. Und was bei der Pfeife interessant ist, die schaut aus wie so ein kleiner Golfschläger. Kann man schön Golf spielen damit. Ich finde es sehr schön, so schaut sie im Mund aus. Wirklich sehr schönes Pfeifchen. Die muss ich jetzt auch mal rauchen. Wunderbar verarbeitet. Peter Klein. Golft überall ein. Jawohl, jetzt rauche ich da jetzt schon gemütlich meine Pit Rohrbach Pfeife weiter. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Euer Albert. Pfiat euch.